Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Maiko ist auch wieder mit dabei und ich starte mal wieder mit dem KV4 als KV4, genau, KV1 als erstes. Nehme auch den KV4. Dann schauen wir mal, wie das heute so läuft. Was? Jetzt kommt hier Werbung. Ich will hier aber keine Werbung sehen. Ruinberg. Was haben wir denn da an? BDR G1B. Und die haben KV2 und ein KV1S. Gut, ich werde in die Stadt fahren. Maiko wird bestimmt da mehr mittig rumlungern. Wenn ich mir das so anschaue. Ah, er wieder mit seiner Tarnung. Ja, ich sehe die Tarnung. Total unauffällig. Ist genau die richtige Tarnung für einen Panzer. Dann fahren wir mal den BDR G1B hinterher. Kommen ja auch ein paar mit. Von da bin ich da eigentlich recht guter Dinge. Die Knifte gefällt mir mittlerweile auch ganz gut, auch wenn die ja nicht so wirklich Schaden macht, aber die hat ganz guten Durchschlag, würde ich mal behaupten. Und man kann sehr oft mit ihr wieder schießen. Hallo BDR. Panzer 4H. Alles klar. Der soll da mal rumschauen. Schaut da mal rum. Okay, der ist schon platt. Ja, wenn er natürlich da lang fährt, dann kriegt er es von der Seite. Da ist noch ein Leo. Skorpion, stehen sie jetzt zu dritt. Steht schon 4-1. Da hat er mich doch gleich getroffen. Ich glaub's ja nicht. 5-1. Da guckt der KV-1S rum. Aua. Tja, das ist echt gerade hier eine blöde Position. Die gucken jetzt alle darum. Gut. Dann werde ich hier mal schauen. Sechs eins und ich mache keinen Schaden. Wahnsinn. Wow, da habe ich jetzt aber kassiert. Da habe ich jetzt echt kassiert. Oh Mann, da hat es mich zerlegt. Der Leo hat mich zerlegt. Das war auch eine richtig doofe Position. Ich wollte da nicht schon wieder mit null Schaden rausgehen. Acht, sechs. Neun, sechs. Ah, sieht noch gut aus. Aber die haben noch drei Heavies. Oh Mann.
würde mal sagen, cappen wäre gar nicht mal so eine blöde Idee, oder? Die fahren da jetzt alle durch. Ich würde ja cappen fahren, wenn die ganzen Heavys da unten durchfahren. Okay. Du meinst wohl diesen Farbklecks? Dann geh mal capen. Werf dir mal ein Cape um. Genau. Super Cape Man. Das war jetzt nicht gerade allzu spannend. Ich guck mal, was der T-34 da unten macht. Also, die Tarnung passt überhaupt nicht zu einem Panzer. Da kannst du ja gleich eine Zielscheibe draufmalen. Ja, finde ich schon. Wenn das jetzt hier Splatoon wäre, dann wird's passen. Oh, sie kommen wieder zurück. Aber sie werden es nicht mehr schaffen. Tja, das war die richtige Strategie. Hat jetzt aber mir nicht allzu viel gebracht. Ich weiß auch nicht. Ich mache einfach keinen Schaden. Ich kann machen, was ich will. Ah ja, Browser, bla, bli, blub. Bla. Interessiert keinen. Gut, dann nehme ich doch jetzt mal hier. Ach komm, ich nehme noch mal einen KV-1. Ich nehme noch mal einen KV-1. Warum nicht? Ja. Der braucht eh noch jede Menge XP. Von daher. Skoda! Der Witz setzt langsam an. Beziehungsweise er wird alt. Oh Mann. So. Wir haben 4 Heavys, KV-85, T1 Heavy und VK-3601H. Wir haben KV-85, Churchill 3, KV-1, KV-1S. Kann machen, was ich will. Ich mache keinen Schaden. Ich stehe dann immer so doof, dass ich gleich weggeschossen werde. Ich quäl mich dann mal links lang. Bin gleich da. Ich bin gleich da, so in 60 Minuten. Die sind aber auch alle schneller. Na, ist Maiko AFK? Oder er spielt einfach nur defensiv? Gut, hier rollen ein paar von uns lang. Das sieht doch schon mal ganz nett aus.
1-1. Ja, geht er aber ganz schnell nach. Fährt er ganz schnell vor. Aber die müssten eigentlich mit dem. Den erledigen können. Wäre ich mal in der Basis geblieben, aber jetzt nochmal zurückfahren, ich weiß ja nicht. Oh, da sind schon ganz viele. Die ganzen Heavies. Bei 2, Maiko ist tot. Tja, das kommt davon, wenn man AFK ist. Die werden hier schon alle weggeschossen. Die können auch nicht mal warten oder so. Nein, die wollen ja alle Schaden machen. Ach Leute. Was macht ihr da? Dann fahre ich da außen rum. Ja, jetzt wird unsere Basis eingenommen. Das läuft ja schon mal super. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kette beschädigt. Der ging nicht durch. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Ja, ich hab's gemerkt. Die kommen gleich von hinten. Ja, da kommt schon Cromwell B. Das ist doch schon verloren. Und der Cromwell B beschießt mich mit APCR. Fahr zurück zum Cap. Hallo, weißt du, wie langsam ich bin? Ja, genau. B steht für Beschiss. Alles Beschiss. Gut, das lief dann jetzt nicht. Ich hatte erst noch das... Ich war erst noch am Überlegen, ob ich in der Base bleibe, weil ich vielleicht damit schon gerechnet habe, dass die rushen, wäre ich da mal geblieben. Aber das hätten wir eh nicht mehr gewonnen. Schon wieder Franzosen. Ach da, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich glaube, ich werde damit dich wohin fahren. Und dann schauen wir mal, ob wir da auf irgendwas schießen können. Yay, gegen Achter, Maiko. Das wird doch lustig. Der hat es aber auch mit Franzosen. Ja, ich glaube nicht. Dann werde ich mich einfach nur noch in irgendeiner Ecke verkriechen. Mach ich überhaupt nicht. Was redest du? Jetzt ist die große Frage, ob der mich gescoutet hat oder nicht.
Maiko muss wieder hoch hinaus. Gut, dann schauen wir doch mal. Das Problem ist mit diesem Hügel, ich krieg meine Nase nicht weit genug runter. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn ich mich hier so ein bisschen hinstelle. Oh, da kommt schon Panther. Moment, ich kann natürlich auch einfach hier hochfahren wie die anderen. Aber da sind schon so viele. Ich glaube, ich decke das mal hier so ein bisschen nach hinten ab. 2-0. Den kann ich nicht treffen, den ELC. Das sind aber scheinbar doch ein paar Panzer da oben. Was war bitte das? Ich habe nur noch dein Namensschild da, dein Panzerschild fallen sehen. Ja, ich hab's gesehen. Da ist der Panther. Fährt er da ganz rum? Ah, ja. Jawohl. Oh, und da kriege ich einen gleich von der Lorraine hier reingeknallt. Das ist doch ein Witz. Mit APCR auch noch. Was hattest du geschrieben? Egal was für ein Franzosen. Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Da muss ich wohl auch noch mal irgendwann Franzosen spielen. Ja, da habe ich noch nicht nachgesehen. Steht 5-2, sieht auf jeden Fall gut aus, auch wenn ich richtig kassiert habe. Ich glaube, ich fahre einfach mal hier hoch. km/h. Ja, das ist ein bisschen doof, weil wegen meiner Nase. 10-2, da ist eine Hummel. Und die treffe ich nicht, weil ich da nicht... Gefährlich. Ja, noch ein bisschen, genau. Bestimmt. Ja, nee, das ist schon ganz richtig so, wie es ist. Nee, das muss ich jetzt nicht haben. Gewonnen, yay. Schauen wir mal, knapp 1000 XP, 13.419, ja, und ich bin da ganz unten. Maiko ist auch nicht viel höher. Und dann nehme ich jetzt den, weil Credits kann man nie genug haben. Muss man mit den Franzosen gewinnen oder nur spielen? Auf Ensk. Okay, zwei KV-1 haben wir. Die haben KV-85, KV-1, KV-1S. Oh Gott, und oi.
Ich glaube, die sind da ein bisschen besser aufgestellt. Würde ich jetzt mal so mit meiner laienhaften Meinung, also wäre mal meine laienhafte Meinung so rum. Was ist mit Chat? Okay. Da musst du immer Chat vorher schreiben, dann sehe ich das auch, wenn du es groß schreibst. Wenn ich nicht gerade hier in Action bin. Ja genau, am besten alles groß schreiben. Alles klar. Glaubst du, das ist eine gute Idee, hier so lang zu fahren? Ich habe da so meine Zweifel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt, den habe ich ja gar nicht gesehen. So, dem habe ich einen mitgegeben. Dieser KV-1 ist so nervig. Wir werden hier, glaube ich, gleich überrannt. Oh no! Ich glaube, das Reparieren hätte ich mir jetzt auch schon sparen können. Oh nein! Oh nein, oh nein! KV-85, alles klar. Wir werden hier komplett zerdeppert. Ja, keine Chance. Aber ich glaube, da hätten wir eh nicht viel machen können. Aber ich habe knapp 1000 Schaden gemacht. Genau, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Schaden. Dann verlieren wir die Runde. So. Dann würde ich doch mal vorschlagen, ich greife jetzt einfach nochmal zum KV-1. Ja, genau. Ich brauche da ja schon gar nichts mehr zu sagen, du machst das ja schon. Prokhorovka. Churchill 7. Na, zwei Heavies. KV-2, KV-1 haben die. Und sonst so. Sieht eigentlich ganz okay aus. Auch nur eine Arti. Damit kann ich leben. Gott sei Dank nur eine Arti. Ich fahre dann mal langsam in Richtung Hügel. Aber ich werde sowieso nicht rechtzeitig ankommen.
Ich fahre ganz außen rum, sonst gibt das wieder ein böses Erwachen. Oder auch ein blödes Erwachen. Da ist auf jeden Fall auf der linken Seite schon voll die Action. Jetzt kommt sie, fahr den verdammten Hügel hier ein bisschen hoch. Und 1 und 2 und 1 und 2. Da ist der KV1, der ist hier auf der Seite. T43 war da oben, da ist ein AMX. Na komm schon. Ich fahre hier ewig vor mich hin und... Oh, da hatten wir doch was. Genau. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Hoffen. Nochmal einen mitgeben. Nochmal einen mitgeben. Und ich halte jetzt einfach noch weiter drauf. So, hier könnte mal wieder einer spotten. Da. Ah, das ist zu spät. Verdammt. Na, komm schon. So, er ist platt. Da hinten ist ein Typ irgendwas. Getroffen. Nochmal getroffen. Na, das war ein bisschen... Das hat nicht ganz gepasst. So, dann quäle ich mich mal weiter hier hoch. Ich glaube, der IKV hat da gleich ein großes Problem. Na komm schon, guck rüber. Oh Gott, und daneben. Nicht getroffen. Ah, gut, erledigt. Ich fahre jetzt mal zurück. Da hinten ist noch der KV2, der sich in Richtung unserer Base bewegt. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal zurück. Marder ist da auch noch. Ich habe schon wieder knapp 600 Schaden gemacht. Das heißt, das verlieren wir jetzt noch. So, T3485M ist hinter den Schienen. Kann ich also nicht treffen. Ja, okay. Können da von mir aus da unten cappen. Habe ich kein Problem mit.
Und da hinten versteckt sich irgendwo noch der KV-2. Der muss irgendwo... Ja. Da hinten irgendwo rumkrebsen. Na, wo hat er sich versteckt? Ja, sowas dachte ich mir schon. Wirkungstreffer. 15-7. Oh mein Gott. Gewonnen. Das ist doch mal ein netter Abschluss. Alle Gegnerfahrzeuge zerstört. So muss das sein. Und ein paar Mal darf ich bitte auch treffen. Dann bin ich schon zufrieden. Das lief doch mal ganz gut. 21.000 Credits und 600 XP. Teamauswertung im Mittelfeld. Ja, okay. Ich würde dann mal sagen, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Das war es erstmal von Maiko und mir. Und bis bald.